Ja, mal so ein bisschen mehr Details zu Start und Landung. Wie ich das jetzt mit der Maschine ausführe. Aber wie gesagt, der ist auch wirklich neu. Der sitzt noch nicht so wirklich in der Routine drin. Und das finde ich aber auch ehrlich gesagt mal so ganz spannend. Oh, in diesem Movie, ja, zu zeigen eigentlich auch, dass ich mich selber in dieses Thema mit der Maschine reinfuchsen muss und alles noch nicht so zu 100% dann sitzt oder routiniert von mir abgeflogen wird. Aber das ist immer eine ganz coole Sache. Zum Schluss hängen wir auch noch ein Duell dran an diesen Movie. Diesmal nehmen wir mal einen Treeplane, also ein Turnfighter-Monster in der Beweglichkeit, und mal gucken, wie schlägt sich die Siemens Schuckert dann gegen ein Treeplane. Wir werden es sehen. So, das mal von außen gezeigt. Ich habe jetzt einfach mal eine neue Bemalung gewählt. So sieht es dann aus. Und jetzt gehen wir mal ins Cockpit. Und jetzt schauen wir das mal uns genau an. Und wie gesagt, da hatte ich gesagt, eigentlich kein Problem mit Vollgas zu starten, indem du halt mit dem Seitenruder ein bisschen gegenhältst. Aber ich finde, es ist nicht viel, was man machen muss. So, ein bisschen rechts gegenhalten mit den Pedalen. Und schon ist die auf Kurs. Ja, legt sich dann in dem Moment, wo die Räder in der Luft sind, legt die sich nach links. Und das musste ein bisschen ausgleichen. Aber so an und für sich sehr moderat, finde ich, beim Start. Hängen wir die Landung direkt hinten dran. Oh, schöne Ausschwebestrecke hinlegen. Wir haben keine Bremsen, nichts, gar nichts. Von daher bleiben wir im Landeanflug der Doppeldecker des Ersten Weltkriegs. Oh. Setzen wir die auf. Gucke ich halt, dass ich mit dem Zwischengas, dass das so halbwegs funktioniert, dass ich auch noch ein bisschen Luft auf die Seitenruder bekomme. So, dann kann man die auch ganz gut in der Bahn halten. Blöd ist eigentlich immer nur der letzte Millimeter dann. Da kann es sein, dass du dann tatsächlich noch einen Donut hinlegst. Komm, bitte nicht. Kein Vorführeffekt. Das meinte ich. Aber das finde ich jetzt bei den Umlaufmotoren, finde ich das auch wirklich nicht so, wie soll man das sagen, nicht so gravierend. Ja, das hast du beim Oberursel, hast du das auch, dass du hin und wieder mal einen Donut dann am Ende hinlegst, aber nichts gravierend. Es kann auch sein, dass er mal ein bisschen kippt, aber deswegen haben die ja auch zum Beispiel der Fokker DR1 da unten drunter diese quasi Stoßdämpfer unter den Flügeln gehabt, damit du nicht direkt Flügelbruch hinlegst. Ja, ist kein Hexenwerk in meinen Augen. Lässt sich hervorragend landen. So, wie gesagt, so ein bisschen muss man sich halt reinfuchsen, ne, dass man da noch ein bisschen Gas gibt und sowas, damit man am Ende keinen Donut produziert. Aber ich glaube, das ist auch noch ein Unterschied, ob du jetzt hier auf dem Fahrbahnbelag landest oder ob du auf dem Feldflughafen landest, auf einer Wiese, weil ich denke, da ist dann halt eben auch, wie soll man das sagen, so der Grip auf einer Wiese ist dann noch ein bisschen ein anderer, als wenn ich jetzt hier auf einer Betonplatte lande. Ja, müsste man mal in der Praxis ausprobieren, aber könnte sein, dass sich dadurch tatsächlich auch noch Änderungen ergeben. Ja, Start, Landung, ich finde es einfach alles so, ja, sehr gut handelbar. Ne? Eher moderat im Sinne von moderatem Flugverhalten. Und so, das ist jetzt der Luftkampf gegen den Thorpwith Treeplane. Eine Maschine, die mir in der Beweglichkeit, also
absolut überlegen sein müsste. Da sind die Settings, selben Startpunkte. Hier habe ich nichts geändert. Da können wir, gehen wir hier mal auf die Bemalung. Aber ansonsten ist das alles wie gehabt. Hier nehmen wir den Tripline. Auch hier mal so ein bisschen drauf achten, dass du nicht zu viel Treibstoff drin hast. Hallo? So, 500. Sind die auf dem Dach montiert? Nee, die sind, glaube ich, vorne montiert. Komm, die nehmen wir mal mit. Ja, und wie gesagt, so gucken, dass du vom Treibstoff auch so gleich liegst, damit die von der Beweglichkeit her eigentlich identisch sind. So, lass mal gucken, haben wir hier irgendwas? Nee, das würde auch nur nerven. Wenn du von der Flak noch einen drüber kriegst, passiert ja des öfteren mal. Von daher, du kannst das halt hier auch ausschalten. Dann machst du Anti-Air-Artillery, machst du aus, dann hast du auch deine Ruhe. Kannst einen fairen Kampf führen. So, dann machen wir mal unseren Kampf gegen den Treeplane. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Hat natürlich weniger PS, ist im Gegensatz zum Siemens Schuckert auch eine frühere Entwicklung der Treeplane. Und ist nicht so leistungsstark vom Motor her. Ich glaube, 100 PS hat er gehabt. Der Umlaufmotor, der hier im Sopwith Treeplane werkelt. Aber auch enorme Steiggeschwindigkeit und enorme Beweglichkeit. Das ist ja das, was man diesen Flugzeugen generell nachsagte. Das war ja auch der Grund, warum Anthony Fokker auch einen Dreidecker gebaut hat, um dieser enormen Beweglichkeit was entgegenzusetzen. Und es ist tatsächlich so, dass man das hier auch in dem Luftkampf deutlich sieht. Da habe ich schon so meine Schwierigkeiten gehabt, den Siemens Schuckert Doppeldecker dann immer wieder auf Geschwindigkeit auch zu bekommen. Weil man merkt doch sehr deutlich, dass der Treeplane hier gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten mir extrem überlegen ist in der Beweglichkeit. Man musste sehr, sehr aufpassen, dass du selber deine Geschwindigkeit aufrechterhältst. Sieht man, da ist er mir so ein bisschen nach links jetzt auch geklappt. Ne? Also muss man schon mit sehr viel Gefühl rangehen an die Sache und wissen, wann man den Schub reduzieren kann, um die Geschwindigkeit anzupassen. Ansonsten schießt du wie eine Rakete an dem Tripline hier vorbei. Und da sieht man auch, der turnt mich dann auch aus. Ne? Das ist überhaupt kein Problem für die Kiste. Also das war schon ein Fight, das muss ich ganz ehrlich sagen, der war schon da, zack, wieder weg. Zu wenig Geschwindigkeit gehabt, aber zumindest keinen Luftstromabriss produziert und nicht ins Trudeln geraten, während des ganzen Luftkampfes nicht. Aber das ist schon Action gewesen, das kann ich nicht anders sagen hier, gegen den Treeplane. Na, der ist halt einfach von seinem Kurvenverhalten her, von seiner Wendigkeit, muss ich schon sehr genau aufpassen, was ich da mache. Dass der mir nicht wirklich wegflutscht. Und das ist eben auch schön, also wenn man diese Routine haben sollte, dass man im Luftkampf mit den Doppeldeckern des Ersten Weltkriegs, ja, wie soll man das sagen, dass man da routiniert ist und halt mit der Ace-KI auch mithalten kann, da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht schon am meisten Sinn und am meisten Spaß, dann, wenn man gegen KI fliegt, dann auch den Ace-Level zu bemühen. Weil die nochmal ein bisschen besser fliegt und die Flugfiguren auch echt nochmal einen Ticken anspruchsvoller sind. Ist natürlich für Neuling, für Neueinsteiger ist das echt schwierig, gegen eine Ace-KI zu spielen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Du kriegst da also
am Anfang nur Prügel, ne? Aber man sieht es hier sehr schön auch, dass ich da so meine Schwierigkeiten habe, immer wieder die Geschwindigkeit anzupassen. Und dann trotzdem noch die Beweglichkeit aufrechterhalten kann, muss, um gegen den Treeplane hier zu bestehen. Das ist schon schwierig. Und ich gebe dem ordentlich ein, ne? Das ist also nicht so, dass der sich da keinen fängt. Der hat auch gut Löcher in den Tragflächen gehabt hinterher, aber ich habe halt es nicht geschafft, man sieht, der raucht da sogar ein bisschen, aber ich habe es nicht geschafft, dem Flugzeug einen Treffer beizubringen, der für ihn, für das Flugzeug, ja, so schädlich oder für den Piloten so schädlich war, dass das Hopwist Treeplane, dass der runtergegangen ist. Und ich habe den Siemens Schuckert mit 500 Schuss beladen und ich war leer zum Schluss. Das passiert auch manchmal, dass du halt sehr viele Treffer landest, aber trotzdem dein Gegner nicht down geht, wenn du gegen eine KI fliegst. Da muss man sich auch nicht grämen, das ist dann halt so, ich weiß nicht, ob es ein Algorithmus ist, aber die wollen dann einfach nicht runtergehen. So. Und ich sag mal, wenn ich vielleicht 1000 Schuss mitgenommen hätte, hätte es vielleicht geklappt. Wer weiß. Aber so hat es halt nicht geklappt und deswegen... Oh, schön daneben geholzt. Da aber wieder getroffen. Und wie gesagt, ich beende das jetzt hier an der Stelle, weil ich den halt nicht zum Absturz gebracht habe. Was mich aber nicht sauer macht oder so, dann habe ich mich bei IL-2, habe ich mich da wirklich dran gewöhnt, dass das manchmal so ist. Ja, muss man sich nicht grämen, sondern ich habe gut mitgehalten dafür, dass ich jetzt den dritten Luftkampf geflogen bin mit dem Siemens Schuckert und das auch noch gegen einen extrem wendigen und beweglichen Gegner, habe ich einen sehr guten Job gemacht, da dran zu bleiben. Und das war auch nicht einfach, das gebe ich ehrlich zu. Also das spielt die Routine, die ich keine Ahnung in wie viel Hunderten von Luftkämpfen mit den Doppeldeckern aufgebaut habe, spielt da eine enorme Rolle. Sich sofort in dem Flugzeug zu akklimatisieren und zu gucken, wie kriegst du das mit dem Schub hin, dass der dich nicht in der Luft stehen lässt und aus dir ein Opfer macht. Und das geht schnell bei so einem Treeplane. Wenn du den an der 6 kleben hast, dann ist der Spaß vorbei. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Movie. Jo, bis dahin, tschüss.